Willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Wir sind mittlerweile im Vex-Tempel in Tiefusen gelandet oder auch eingeschlossen worden, wie man will, und haben uns hier schon durch Scharen von Untoten gekämpft und fast ein Dutzend Vex-Priester um die Ecke gebracht. Also es ist etwas merkwürdig hier. Und es gibt zahlreiche Geheimtüren und Fallen. Und einige Geheimtüren sind irgendwie verschlossen, also bedürfen besonderer Mechanismen. Ich glaube, wir haben gerade die erste von diesen Geheimtüren geöffnet. In der Truhe findet ihr Fexenschild und Fexenhelm. Na, das klingt doch schon mal fantastisch. Irgendetwas stimmt hier nicht, meint Amosch indigniert. Das war zu einfach. Bei Rondra entfernt es dann Neria und als ihr euch umdreht, erkennt ihr, was los ist. In der Türe steht ein riesiger Poltergeist und versperrt euch den Ausgang. Aha. Der sieht ja schon mal sehr freundlich aus. Und so. Unsere Beute vorher mal angucken. Ein Fexenhelm. Rüstungsschutz 3 und keine Behinderung. Ja, das ist ja ein Traum. Dann wird Rondra mal den Fexenhelm gleich überstreifen. Und hat damit 18,8. Fantastisch. Und der Fexenschild, den wird sich Xania jetzt mal aneignen, weil der Fexenschild na gut, hat doch noch ein Parademalus. Und wiegt 200 Unzen. Ist da irgendwie überhaupt ein Unterschied? Nö. Achso, na gut. Sie hätte auch den Goldschild tragen können. Aber ich hatte ja gesagt, dass sie ein bisschen mehr Rüstungsschutz gebrauchen können, ne? Und das klappt jetzt, dank des Fexenschilds. So. Und sie hat wieder 8 Bewegungspunkte. Wunderbar. Dann können wir uns um den Poltergeist kümmern und Xania baut sich vor ihm auf und beginnt Kreide zu verstreuen und eine magische Formel zu wirken. Geisterbann. Kaum wird der Poltergeist von dem Zauber erfasst, beginnt er sich wie ein Aal zu winden. Seine Konturen verzerren sich in eine monströse, neblige Fratze, aus deren Mund ein markerschütternder Aufschrei kommt. Dann löst sich der Geist vor euren Augen quälend langsam auf, doch der Todesschrei des Geistes will nicht aus euren Ohren gehen. So etwas habe ich ja noch nie erlebt, meint Arbosch kurz darauf und starrt noch immer durch den nun leeren Durchgang. Das stimmt. Das haben die anderen auch noch nicht erlebt. Und noch mehr Priester. Das macht jetzt auf jeden Fall schon mal das Dutzend voll hier. So, dann machen wir mal den ersten gleich blenden. Den zweiten auch. Ja, toll! Das Schwert ist auch kaputt. Na, super! Damit hat sie überhaupt keine Waffe mehr. Ach, wobei, das Ding ist doch vergiftet, oder? Von daher könnte sie eventuell. Nee. Ich dachte, zerbrochene, vergiftete Waffen würden auch noch funktionieren. Und der erste Priester ist hinüber. Was, vielleicht war es auch nur im ersten Teil.
Wetten, dass das wieder ein Eisenrost war, aber die Waffe ist jetzt ja schon zerbrochen, von daher. Achso, ja, der ist hinüber. So. Zeit mal für Horiphorus. Der Priester ist total verängstigt und flieht. Das ist gut. So, Nummer 2 ist erledigt. Ach komm, jetzt Computerkampf hier. So, dann werden wir hier mal noch das nächste Schwert geben. So. Was haben wir hier? Ihr steht vor einem Opferstock des Fex. In der Schale befinden sich einige Dukaten und einiges an Schmuck. Natürlich wollen wir da selbst etwas darbringen. Schließlich befinden wir uns im Tempel des Fuchses hier. 51 Dukaten. Ja, 55 Dukaten. Das ist eine fexgefällige Zahl. Als ihr eure Gabe in die Schale legt, kann man aus der Ferne ein seltsames Geräusch hören. Was war das? Fragt Neria und greift langsam zur Waffe. Das war wahrscheinlich eine weitere Geheimtür, die wir geöffnet haben. So, dann lass mich nochmal gucken. Am Boden vor euch liegt eine alte Schriftrolle. Wollt ihr sie mitnehmen? Ja. Als ihr das Rezept aufhebt, geht ein leises Raunen durch den Raum und ihr hört, wie sich ein schweres Metallgitter in Bewegung setzt und kurz darauf zu Boden knallt. Die Tür, ruft Abosch. Dann hört ihr das schwere Schaben von Stein auf Stein. Irgendwo in eurer Nähe öffnet sich eben eine schwere Steintüre und schon könnt ihr das Klirren von Waffengehängen hören, als plötzlich 4 Skelette im Raum auftauchen und euch angreifen. Na, subi. So, wie war das noch mit den Erdbeeren und Skeletten? Kann ja nicht immer klappen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Oh, Paradepatzer. Magna Cupido. Na toll.
So. Jawohl, das Gelbkrieger verspürt plötzlich ein Verlangen nach Erdbeeren. So, jetzt hier die Berserker-Axt von hinten in den Skelett drücken. Noch nicht ganz. Oh. So. Magna Cupido. Auch dieser Skelettkrieger kann seinen Erdbeerhunger nicht mehr unterdrücken. Jawohl. So, dann wollen wir noch mal kurz Rezept für Geldscheißer. Das übertragen wir gleich mal in unser Rezeptbuch. Das klingt ja schon mal merkwürdig. Und geben noch mal Pfeile weiter an Neria. Denn mit dem Schwert kann sie noch nicht besonders gut umgehen. So. Oh Mann, stöhnt Arbosch, da ist eine Geheimtüre so gut getan, dass man sie fast nicht entdecken kann. So macht das Spaß. Mit diesen Worten bestätigt er einen geheimen Mechanismus und die Tür gleitet unter lautem Getöse nach unten. Vor euch am Boden liegt eine alte, vergilbte und schwer verstaubte Schriftrolle. Wollt ihr sie mitnehmen? Wir sind hier unverbesserlich. Vorsicht, meint Rondran, etwas besorgt. Ihr wisst doch noch, was voriges Mal passiert ist, als wir eine Schriftrolle... Ich meine, okay, sollen wir ewig leben? Dann hebt er vorsichtig das Stück Pergament auf und identifiziert es als uraltes Rezept. Dann plötzlich hört ihr ein Geräusch. Nein, nicht schon wieder. Ihr greift bereits zu den Waffen, als Zanya meint, ich glaube, das war die Tür. Welche Tür auch immer das Rezept für einen Zaubertrank. So, damit haben wir jetzt schon 8 Rezepte und... So. Ich glaube... Das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Genau, jetzt können wir diese Tür, glaube ich, öffnen. Genau. Habe ich es nicht gesagt? Eine Geheimtüre und jetzt geht sie auch auf. Ja. Und noch mehr Mumien, hey. Die wir problemlos schnitzeln. So, Mireille wird hier nochmal einen Zaubertrank benutzen. Und Xania auch. So. Und ein neues Rätsel. Ein Memory-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Symbole der Götter. Fex als Fuchs, Za als Eidechse und Effard als Delfin.
Ingrim. Nochmal Fax. Oh, das war's schon. Wir mussten also dreimal Fax aufdecken. Als ihr die drei Felder aufdeckt, hört ihr ein leises Klicken in der Wand, doch nichts geschieht weiter. Was war denn das? Grübelt Arbosch. Na, das war bestimmt die noch eine weitere Geheimtür, die wir bisher nicht öffnen konnten. So, mit neuem Mut schreitet Arbosch voran. So, diese Tür konnten wir bisher auch nicht öffnen und da ist sie auf. Alles klar. Boah. Du liebes bisschen. Ach du liebes bisschen. Und ein Hohepriester auch noch. Na dann. So, dann wollen wir mal anfangen, die ganze Rasselbande hier zu blenden. Oder Hohepriester. Den wird sich Xania hier gleich mal vornehmen. Mirelle ist geblendet. Das ist ärgerlich. Und Xania ist versteinert. Verdammte Axt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Das kann ja echt nicht sein. Ich hatte noch überlegt, den Hohepriester lieber zu blenden, aber... Oh Mann, ey. Ja, das nächste Schwert ist kaputt. Toll. So, da ist der Hohepriester hinüber. Mann, das ist ärgerlich. Ja, toll. Ah, die Ordnung ist auch zerbrochen. Super. Oh Mann, ey. So. Oh nee, ey, das ist doch ein Mist. Das ist doch ein Mist, ey. So, dann wird Rondran jetzt mal seinen magischen Zweihänder auspacken.
So, der ist auch unzerbrechlich, aber... Zack. Super, Xania blockiert alles. Toll. So. So, haben wir es gleich noch überstanden, aber das ist natürlich echt bitter gewesen hier. Xania gleich versteinert. Ach so, Chiragia hat auch... Chiragias Waffe ist ja auch zerbrochen, haben wir ganz vergessen. Zerbrochen, zerbrochen, zerbrochen. Na toll. So, kommt wieder Kampitz hier. Mann, Mann, Mann. So, wenn mich nicht alles täuscht... Kann Mirelle ja auch mittlerweile Verwandlung beenden. Dann wollen wir mal hoffen, dass ihr das gelingt. Ja. Immerhin. So. Da. Nanu, das sieht doch hier irgendwie schon nach etwas Besonderem aus. Vor der Statue stehen drei Personen. Die eine ist der junge Geweihte aus der Herberge, einen kennt ihr nicht und das ist dieser verrätische Henska, den ihr hier sein verdankt. Der Mann sieht euch auf eine kurze Weile an. Seid in einem Tempel, also er weiß gefälligst eure Referenz. Toll, jetzt müssen wir hier noch so gute Miene zum bösen Spiel machen, ne? Euch vor der Statue verbeugen. Nun gut, ich nehme an, ihr wollt immer noch wissen, wo Sternschweif ist. Ich kann euch beruhigen, die Axt ist sicher da, wo sie hingehört. In den Händen Vex, und dort war sie auch die ganze Zeit über. Wo genau, geht euch nichts an. Jedoch liegt diese Stelle mitten im Orkland und damit für einen jeden unerreichbar. In gewisser Weise tut es uns leid, dass ihr derartige Strapazen auf euch genommen habt. Haha. Vor allen Dingen, als ihr natürlich nicht einmal die Belohnung bekommt, von der unser junger Bruder so voreilig gesprochen hat.
Die ganze Angelegenheit war nämlich nichts weiter als eine Art Prüfung. Ja, das war eine lustige Prüfung. Nein, nicht für euch, sondern für unseren Okkuluten. Akkuluten. Ihr solltet in keiner Weise geprüft werden. Oder haltet ihr das Schicksal für so fantasielos, dass es euch zweimal durch so etwas wie die Suche nach einer Waffe testet? Nun zu dir, junger Freund. Die Prüfung in historischer Nachforschung hast du gründlich verhauen. Aber weil das ja nur ein Nebenfach war und sowohl die praktische Gebäudesicherung als auch die Motivation Dritter eine Auszeichnung verdient hat, drücken wir nochmal ein Auge zu. Du hast also bestanden, aber das nächste Mal informiere dich gründlicher. Und ihr tapfere Recken könnt euch unserer Dankbarkeit sicher sein. Wenigstens das. Ich muss euch allerdings bitten, unseren Tempel jetzt zu verlassen, denn die Initiationsriten sind für Eingeweihte bestimmt. Sind nur für Eingeweihte bestimmt. Ja, am liebsten würde ich jetzt ehrlich gesagt die hier auch noch, aber ich meine, wir haben ja fast 20 Priester getötet, also, und Xania wurde versteinert. Dann gehen wir mal lieber. So, damit sind wir wieder in Tiefhusen angekommen. Na, das war ja ein toller Ausflug. Wenigstens haben wir ordentlich Abenteuerpunkte gesammelt. Und wir haben immerhin, das wollen wir auch nicht verhehlen, diesen Fexenschild erbeutet. So. Ach, jetzt sind wir beim Fex-Tempel tatsächlich gelandet. Dann wollen wir mal den Schmied hier mal aufsuchen. Schließlich haben die fast unsere gesamte Ausrüstung zertrümmert. Und nochmal die ganzen leeren Pullen hier verkaufen. Wir haben ja ordentlich was verbraucht. So. Ja, toll. Wir haben jetzt eine goldene Wurfaxt dabei. Ja, ich glaube, das reicht für dieses Video. Nichts für ungut, aber das reicht mir jetzt hier erstmal. Und auch für heute. Also ich finde es irgendwie ein bisschen... Also an sich ist die Fex-Prüfung ja und so ganz nett, aber... Das finde ich ein bisschen komisch, dass es hier so hart zur Sache geht und dann so ein blödes Ende. Also, naja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal.